Ja, gut, für mich war es erstmal gut, ein paar Runs zu bekommen, um wieder reinzukommen, nachdem wir jetzt 4, 5 Monate nicht im Auto gesessen haben, und ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Und dann haben wir angefangen, einfach ein paar Testpunkte abzuarbeiten, ein paar Kleinigkeiten, die wir ausprobieren wollten. Ja, es kommt schon ein bisschen was zusammen. Also, wir haben heute vielleicht nicht ganz so ein strammes Programm, weil wir nicht so sicher sind, was das Wetter macht, aber dafür morgen nochmal wirklich einen vollgepackten Plan, wo wir uns durcharbeiten wollen. Und das hoffe ich, dass wir das alles so durchbekommen. Ja, müssen wir abwarten. Also, es ist immer schwer beim Testen rauszufinden, was fahren die anderen für ein Programm und wie schnell sind sie wirklich oder wie viel Sprit und Gewicht haben sie an Bord. Aber rein vom Gefühl, wenn ich jetzt auf uns schaue, haben wir definitiv einen Sprung nach vorne gemacht. Das Auto fühlt sich deutlich besser an und das ist positiv. Oh, it's a pleasure. I mean, it's every time a pleasure to be in a DTM car and spend a whole day in the car. And you know, it's important. I mean, for me, it was good to be back after 4 to 5 months not being in the car, having a bit of a go in the morning to get used to it again. And now we're just trying to work through the program. We need to see. I mean, you never know what the other guy's doing in terms of strategy and how much fuel are they running and stuff like this. But we definitely made a step in the right direction. For sure, the car improved a lot to last year, and that's positive. Ich würde sagen, schon Freude, die überwiegt, speziell nach so einer langen Pause. Wir durften jetzt wirklich lange nicht mehr im Auto sitzen und ja, ich genieße jede Runde. Bin sehr viel bisher schon zum Fahren gekommen und ja, freue mich einfach jetzt auf das erste Rennen. Konnte den Test wirklich gut nutzen. Aber natürlich ist es auch anstrengend. Der Nacken ist es nicht mehr gewohnt, ja, die Kräfte, die im Auto wirken. Und von daher war es natürlich auch ein gutes Training. Ja, ich würde sagen, wir waren schon ganz gut aussortiert. Ich gehe davon aus, dass unsere Konkurrenz die Lücke versucht hat zu schließen, mindestens. Also es wird ein schweres Jahr, nicht mehr so leicht wie vielleicht im letzten Jahr. Ich denke aber, dass wir viel, viel nochmal gelernt haben, dass wir viele Kleinigkeiten einfach zusammenbringen. Aber ja, wir brauchen jetzt nicht mehr das Rad neu zu erfinden. Das Auto ist homologiert. Es hat sich nichts geändert technisch für uns. Das heißt, es geht um Setup-Arbeit, Kleinigkeiten, vielleicht nochmal ein bisschen was rauszuholen. Aber insgesamt denke ich, können wir schon auf eine sehr gute Basis vom letzten Jahr, was die Daten angeht und die Erfahrung, zurückgreifen. I would say, in general, testing is pleasure. I really love it, you know, especially in back in the day when we were able to develop the car, let's say, put new parts on the car. So there was a lot of stuff coming. This is over since many years. So now it's more the little detail work you have to focus on. We know the car already from last year, so we have a good database. We have a lot of experience. Now it's just to get back into the rhythm. I have a new race engineer, new data engineer. So to get to know each other under race conditions, racy conditions, let's say. And it's just those things we try to find out on the test to optimize everything even a bit more and then start on a good base again. Let's say where we finished last year, I would love to start on that level this year. I think so. I think, I don't know how they did it when everything is frozen, but the engine sounds quite different now. They are very strong from the beginning. I have been testing already in the winter when they were on track, and we could see the trend. And it's going to be a tough fight. I hope they are not quicker. If they are as quick as we are, it's great. I think that's what we are all looking forward to, that there is a battle and that we are equal in pace, and then the best one might win the championship. So that's fine for me, and that's the normal stuff. I mean, they would be crazy if they just sit down, relax and say, oh, it was a nice season. We got beaten by Audi really hard and we don't do anything about it. So obviously they try to you know, close the gap and win the championship, and we try everything we can. Das ist einfach einmalig, was Neues. Klar ist Neuland nicht einfach, schwierig. Die Tage werden auch anstrengend, weil alles ein bisschen neu ist für einen. Aber es ist sehr schön, auf so einer hohen Motorsportplattform zu sein und die auch nutzen zu können. Ich fühle mich sehr wohl im Team. Es ist klar, es ist noch schwierig zu sagen, weil am Rennwochenende schaut immer alles wieder anders aus. Aber die ersten Eindrücke sind sehr gut. It's not totally the first time. The first time was in Keres, the young driver test. But for sure it's a bit different topic now because it's previously for the season. So you're working quite seriously on everything. So it's quite important to take every second in the car because you don't will get too many tests. So and after is again a long break. So
it's really nice, but really important to think about everything. It's quite busy days, quite a lot to do, but I really enjoy it to be back in the car. It's one of the toughest challenges in motorsport, so it's quite quite nice to be here, but it's quite hard as well, with a lot of really good drivers, so you need to be straight away working flat out forward to make a strong season as a rookie. The expectations are to enjoy the championship coming back, to enjoy the getting back in the car after waiting for so long, which was a long wait, but well, I'm definitely aiming to try to win races, considering I have the most competitive car on the grid. And of course, I will need to aim high and try to win the championship. That's the goal. And if you aim high, then you can also win high. I mean, judging from last year, we were fighting towards the end of the year for pole positions and podiums. So I would like to take one step up from that and start to fight for race wins. So we'll see how the first half of the season goes and take it from there. I'm thrilled. I mean, great job by ITR for pulling this off. And yeah, just need to see how everything's going. Obviously, we haven't been in, I personally haven't been in the car for 7 or 8 months now. So I'm just gonna take it easy and see how things go. Ja, ich meine, das Fazit ist schon positiv, ja, wenn du einen Testtag absolvierst und eigentlich zufrieden bist mit dem, was wir abgespult haben vom Testprogramm. Die Performance war da, natürlich die ultimative Performance werden wir letztlich erst im ersten Qualifying sehen. Ja. Daher ist auch immer ein bisschen schwer, wirklich vorauszublicken, wie das Kräfteverhältnis ist. Ich denke, dass es deutlich enger ist als letztes Jahr. Ich hoffe wirklich, dass wir da einen Schritt nach vorne gemacht haben, auf die Audis aufgeholt haben. Aber wie gesagt, letzten Endes werden wir es beim ersten Qualifying sehen und dem fiebern wir natürlich jetzt schon entgegen. Well, actually, my feeling is pretty good, you know. At the end of the test, it's always good if you have managed your test program. It was very positive, and I think we did some good steps to improve, also to close the gap to the Audis, which we had last year. I guess it will be definitely closer. How close, or if we are maybe even in front, we don't know, of course, because at the end, the ultimate performance we will see all in the first qualifying of the season. But I have to say, I'm pretty ready for it. Now, of course, preparing the season opener and then really looking forward to start the season.